jeder Mensch ist schön. Und auch wenn er nicht dem, was ich, Bild entspricht, was vielleicht auf Instagram als schön wahrgenommen wird. Das ist auch das, was es vielen werdenden Eltern so schwer macht, weil sie glauben, wenn mein Kind das Down-Syndrom hat, dann ist mein ganzes Leben im Arsch. Also das ist die Vorstellung, die haben. Und ich bin für Pränataldiagnostik. Nur sollten wir vielleicht die Eltern testen. Denn jene, die ihr Kind nicht bedingungslos lieben, sollten vielleicht auch einfach keine Eltern werden. Ich glaube ganz fest daran, dass jeder Mensch etwas zu sagen hat und dass jeder Mensch etwas zu geben hat. Genau wie seine Tochter, wenn sie ihn nachts anstrahlt. Also es braucht ja nicht, es braucht ja gar nicht viel, um etwas richtig Schönes in die Welt hineinzutragen. Und das wollen wir, dass das auch Leute hören und sehen können und erleben können, dass das jeder kann und jeder was zu sagen hat. Wie ist das eigentlich zu deinem Herzensanliegen geworden? Ist das einfach aus deinem Job raus entstanden oder? Das ist, weiß nicht, ich glaube, das war vielleicht schon immer in mir drin, dass ich es nicht mochte, dass manche Menschen besser waren als andere Menschen oder wichtiger oder dass die mehr Gehör bekommen haben. Das ist irgendwie ganz tief in mir angelegt und dann wollte ich auch immer Applaus. Ich habe nach Aufmerksamkeit gesucht, da bin ich schon früh auf die Bühne gegangen, erst als Rapper und dann, genau. Und dann Poetry Slam mäßig. Und genau, und dann habe ich meinen Beruf angefangen. Und dann irgendwann lief das beides sehr gut, sowohl Poetry Slam als auch Beruf. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, hier, das ist irgendwie, was soll ich machen? Und da hat er gesagt, also da haben wir uns im Endeffekt darauf geeinigt, dass wir beides machen. Und dass ich vielleicht Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit gebe, die ich selbst habe. Also früher stand ich auf Bühnen, sage ich immer, und jetzt gucke ich, dass andere Menschen eine Bühne bekommen, weil die sie auch verdienen. Ja. Ich meine, das eine ist ja tatsächlich als Stimmgeber quasi selber Dinge zu thematisieren. Das andere ist, hast du ja auch schon angedeutet, wortwörtlich auch Menschen mit geistiger Behinderung eine Stimme gibst, die sie auf Bühnen schubst oder ihr macht Filme, ihr macht... Was macht ihr da so? Wie können die sich ausdrücken durch die Projekte, die du so machst? Ja, wir machen wirklich ganz viel. Also wir machen zum Beispiel eine Schreibwerkstatt, damit hat es im Endeffekt so angefangen, wo wir uns hinsetzen mit Menschen mit Behinderung, ihre Lebensgeschichten aufgeschrieben haben und da war auch immer das Motto, niemand muss irgendwie lesen und schreiben können und bei uns teilzunehmen. Also da haben wir Schreibassistenten, Assistentinnen, die irgendwie die Geschichte aufschreiben. Dann haben wir Fotografen, Fotografinnen dazu geholt, die Bilder machen, weil wir Bücher veröffentlicht haben über einen Verlag richtig. Also die kann man auch überall kaufen. Und dann genau, hat sich da auch so ein Fotoprojekt entwickelt, dass wir gesagt haben, wieso muss eigentlich das ganze Internet, Instagram und so nur noch aus irgendwelchen Frauen, die leicht bekleidet sind und irgendwie, das ist ein bisschen klischee-mäßig, ich weiß, aber ne, wieso muss das Internet nur aus hübschen Menschen bestehen? So, und dann habe ich gesagt, so, jeder Mensch ist schön und auch wenn er nicht dem, was ich, Bild entspricht, was vielleicht auf Instagram als schön wahrgenommen wird. Und das muss stattfinden, damit auch dein Sohn es zum Beispiel später leichter hat. Vielleicht, weil erst dann, wenn Menschen mit Behinderung wirklich überall vorkommen, und zwar auch auf Instagram, im Kino, im Fernsehen, erst dann verlieren wir ja Berührungsängste, weil wir vor allem Angst haben, was wir nicht kennen. Mhm. Und deshalb müssen sie überall da sein. Und deshalb müssen sie überall da sein, wo alle anderen sind. Und das heute auch auf Social Media. Mhm. Und dann haben wir ein Fotoprojekt gemacht, was selbstbewusst heißt. Und haben Menschen mit Behinderung von professionellen Fotografen, Fotografinnen fotografieren lassen. Weil das wäre schon wieder keine Wertschätzung gewesen, wenn ich gesagt habe, ja, weißt du, für die Behinderten schickt es, wenn ich die Fotos mache, obwohl ich es gar nicht kann. Deshalb haben wir gesagt, lassen wir dann wirklich nur Profis ran, damit das auch richtig schöne Bilder werden. Und da sind jetzt ganz viele Sachen noch draus entstanden. Sag mal, da du dich ja schon viel damit beschäftigst, stimmt mein Eindruck, dass Menschen mit Behinderung, gerade mit geistiger Behinderung, auch so in der Öffentlichkeit irgendwie unterrepräsentiert sind, dass die weniger sichtbar sind, als eigentlich so der Anteil an der Bevölkerung es nahelegen würde? Ja, mit Sicherheit. Also es passieren auch viele Alibi-Geschichten, dass sie befragt werden zu Themen, aber eigentlich nichts zu sagen haben. Im Endeffekt mache ich es jetzt hier auch gerade ein bisschen. Ich rede über Menschen mit Behinderung, anstatt... Ich kann mich an eine tolle Sendung erinnern, da hattest du auch einen Freund von dir dabei. Den Jan, genau. Mhm. Ganz toller Typ, der auch von sich selber mal ein bisschen erzählen konnte, wie das für ihn war, lebt mit dem Down-Syndrom. Genau. Ne? Und das ist ja schon auch wichtig, dass die wirklich auch selber vorkommen. Ja, das ist ja genau das Thema. Also, ja. dass ich dafür Sorge tragen möchte, dass die selbst auf der Bühne stehen und selbst etwas vortragen und dass ich nicht immer nur über sie und für sie spreche, weil sie das genauso gut, wenn nicht sogar besser können als ich, also etwas zu sagen. Es geht ja auch
Wir sagen auch immer in der Schreibwerkstatt, so ein gutes Gedicht ist dann zum Beispiel ein gutes Gedicht, wenn es etwas in dem, der es hört oder liest, auslöst, ein Gefühl transportiert. Und da haben wir so viele schöne Gedichte schon aus der Schreibwerkstatt rausgebracht. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und das wünsche ich mir auch total, vielleicht werde ich es noch erleben, dass es nicht immer nur darauf ankommt zu sehen, oh toll, wie der Bernd sein Leben meistert oder wie die Kalea dann in 20 Jahren, wie die ihr Leben meistert, sondern dass wir ein bisschen dahinter, dass es selbstverständlich wird und man auch nach ganz anderen Eigenschaften guckt und einander hilft. Dafür ist es ja genau wichtig, dass das passiert ja dann aus Versehen. Also, dass man dann sagt, oh Bernd, also trotz deiner Behinderung kriegst du das jetzt immer Es fällt nicht runter. Ja, genau. trotz deiner Behinderung. Ja. Also ich plädiere auch immer dafür, weil das die Behindertenverbände eigentlich so herausarbeiten, weil Menschen mit Behinderung das selbst wollen, Behinderung als Behinderung zu beschreiben, was eine Behinderung ist. Und es wird ja erst negativ dadurch, dass Jugendliche und so das falsch benutzen. So, aber wir dürfen uns das ja nicht zu eigen machen. Eine Behinderung ist ja nichts Negatives. Es ist eine deiner vielen Eigenschaften. Ja. Und wir machen das ganz oft viel zu groß. Und deshalb geben wir uns auch Mühe, das Thema Inklusion auf, wenn wir Flyer machen oder sowas, der uns möglichst klein drauf ist. Weil eigentlich ist Inklusion erst danach reicht, wenn wir es nicht mehr als Inklusion machen. Nicht mehr so drüber reden müssen. Genau. Jetzt hast du ja auch schon selber gesagt, dass du auf Bühnen stehst, in Sachen Poetry Texte vorträgst. Und ich habe mir ja gewünscht, dass du auch einen Text mitbringst. Hast du denn was dabei? Ich habe für dich extra noch was aus der Schublade gekramt. Aus der Schublade gekramt? Was kommt jetzt? Ganz zufällig. Ganz undigital. Ein Zettel. Ein Zettel. Ja, cool. Das kriegen wir währenddessen noch geschrieben, jetzt gerade. Also ich weiß gar nicht, worüber wir denn gesprochen haben. Wir machen jetzt kein Spotlight und keine große Bühne, aber vielleicht mal am Tisch. Genau, es ist ein bisschen... Der ist schon sehr alt, der Text, und er passt dann aber ein bisschen zum Thema, weil es darum geht, dass wir das wahrhaftig ja wieder machen, Menschen auszusortieren. Also es gibt jetzt die Pränataldiagnostik, ne? Und da sieht man ja genau, was könnte vielleicht ein Down-Syndrom entstehen. Und deshalb, ich möchte vorwegnehmen, dass ich nicht gegen Pränataldiagnostik bin. Ich habe mich nur ein bisschen damit beschäftigt, was bedeutet das denn eigentlich? Und darum geht der Text. Habe Hoffnung, aber niemals Erwartungen, dann erlebst du vielleicht Wunder, aber niemals Enttäuschung. F. Nasisi. Menschen mit Behinderungen, speziell die mit Down-Syndrom, sind anders als ich. Sie sind Sympathieträger. Sie lächeln uns an von Aktion Mensch-Plakaten, sind lustig, bringen uns zum Lachen und berühren unsere Herzen. Außerdem werden sie zu 90% abgetrieben. Denn während wir, wie ich hier, von Inklusion reden, verschwinden sie zusehends aus der Gesellschaft, in der sie allmählich erst angekommen sind. Zwei Ohren, zwei Hände, je 5 Finger für ein High Five. Und trotzdem schreibt selbst die FAZ, Menschen würden am Down-Syndrom leiden. Ich würde gerne in einer Welt leben, in der Ärzte nach Fruchtwasseruntersuchungen Sätze sagen wie, es wird vielleicht nie auf einer Titelseite landen oder nach Australien auswandern, um mit Haien zu surfen. Nein, es ist behindert, die dürfen höchstens mit Delfinen schwimmen. Aber es ist ihr Kind und es wird ihr Leben verändern. Ihr Kind ist perfekt. Wer sein womöglich behindertes Kind nicht abtreibt, der verliert nichts, aber gewinnt etwas hinzu. Ja, das klingt unglaubwürdig in einer Zeit, in der Glück zum Hochleistungssport geworden ist. Wir alle haben haushohe Ambitionen für unsere Kinder und vergessen dabei, dass Glück im Kleinen und Intimen zu finden ist. Dass Kinder herausfordernd sind, das hat nichts mit der Behinderung zu tun. Für Jeremy Pascal aus meiner Nachbarschaft zum Beispiel gibt es Sternstunden auch bloß im Planetarium. Und das kann ich sowieso alles nicht verstehen. Wieso macht jemand eine Fruchtwasseruntersuchung, um eine Behinderung auszuschließen? Und nennt sein Kind dann Jeremy Pascal. Heutzutage müssen wir harte Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, wenn dein Arzt sagt, ihr Kind wird wohl hochbegabt, aber hässlich. Stellen Sie sich vor, meine Eltern hätten gewusst, was dabei rauskommt. Die wären auch nie frohe Erwartung gewesen. Spricht trotzdem nicht für Abtreibung, denn so haben sie immerhin gelernt, mit Enttäuschungen zu leben. Sollten wir nicht alle unsere Kinder so lieben, wie sie sind, statt einem Bild nachzueifern, wie sie sein sollten? Denn in dieser Metapher ist Behinderung nur der Rahmen. Das Bild machen wir uns selbst und ich mag es bunt. Doch der Tod ist im Angebot, die Segel sind gesetzt und wir treiben ab. Ich bin mir sicher, auch ihr findet Downies süß. Aber warum sagt ihr Downie? Ihr mögt es doch auch nicht, wenn ich euch Möpschen, Raritäten, Hamster oder Schneetittchen nenne und damit sprachlich verniedliche und auf nur eine eurer vielen Eigenschaften reduziere. Sprache gibt nicht nur etwas wieder, sie analysiert auch und schafft Bedeutung. Ein Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch. Und jeder berührt in seinem Leben 1000 andere Menschen, bringt sie zum Lachen und trägt seinen Teil zur Vielfalt bei.
Durch das Leben eines jeden Menschen wird unser eigenes Leben kontrastiert. Zugegeben, wenn ich Frau Weidel so sehe, dann frage auch ich mich, ob uns das mit entsprechender Pränataldiagnostik nicht vielleicht erspart geblieben wäre. Aber wie willst du Babys auf AfD testen? Ich möchte den vielen Müttern, die gerade vor dieser wichtigen Entscheidung stehen, auch keinen Vorwurf machen, sondern einfach etwas Angst nehmen. Denn im Endeffekt ist es doch so. Ein Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch und auf vieles, was ich in meinem Leben von mir selbst verlangt habe, möchte ich jetzt verzichten. Nach vielem, auf das ich verzichtet habe, habe ich jetzt Verlangen. So geht es auch den meisten Müttern nach Abtreibung. Vorsicht also. Über die Message, die diese Abtreibungsrate für die Menschen mit Behinderung auf dieser Welt hat, sollte im Übrigen auch meiner nachdenken. Und unterm Strich verstehe ich die Angst und ich bin für Pränataldiagnostik. Nur sollten wir vielleicht die Eltern testen, denn jene, die ihr Kind nicht bedingungslos lieben, sollten vielleicht auch einfach keine Eltern werden. Wow. Wow. Auch wenn es keine Bühne war, wir applaudieren. Manchmal bleibt einem ja das Lachen so im Hals stecken. Vielleicht reibt, je nachdem, wie man so drauf ist, welche politische Einstellung man hat, reibt man sich vielleicht auch an manchen Dingen. Aber dafür ist es ja auch da, ne, diese Kunstform, sich auch dran zu reiben. Kriegst du manchmal richtig Stress, wenn du solche Texte machst öffentlich? Naja, man also befindet sich ja in einer Bubble. Und ich glaube nicht, dass in meinem Umkreis oder bei mir auf Social Media oder im Umkreis der Lebenshilfe, dass da viele AfD-Wähler sind. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und ansonsten bin ich ja sehr, sehr open-minded allen Meinungen gegenüber. Aber das Wichtige an dem Text, was mir sehr gut gefallen hat, ist, das erlebe ich ja auch. Ich gehe ja auch gerne mit der Botschaft um. Ich danke Gott, dass ich nicht abgetrieben wurde. Und ich will überhaupt niemanden, ich habe keinen Zeigefinger, ich werde keinen erheben. Ich will niemanden be- oder verurteilen, der über eine Abtreibung nachdenkt. Das steht mir überhaupt nicht zu. Aber ich wehre mich nur gegen diese Vorbeurteilung. Der hat was vom Leben. Also der hat jetzt eine geistige Behinderung, der wird nichts vom Leben haben. Oder so diese Punkte, das müssen wir uns bewusst sein. Das können wir nicht machen. Und dafür einzutreten, wirklich genau was du gesagt hast, zu ermutigen, wirklich auch die andere Seite zu betonen und nicht nur ständig die Gefahrenseite, sondern auch die also es ist für mich, der ich nun selber einen Sohn habe mit Behinderung, selbst behindert bin, du hast mich so berührt mit dem, was du erzählt hast. Und wenn ich die Tochter angucke auf dem Bild, da ist so viel Gott drin. Und wer bin ich, dass ich das beurteile und schon weiß, wie es ihr mit 24 gehen wird. Aber genau das, daran habe ich eben auch schon gedacht, als du am Anfang erzählt hast. So, also das ist ja genau das, was vielen meiner Klienten oder vielen unserer Teilnehmerinnen auch passiert, ist, dass die Leute glauben, oh, also Mensch, ich habe ja gesagt, selbst die FAZ schreibt noch, Menschen leiden am Down-Syndrom. Ja, die leiden gar nicht darunter. So, und das Down-Syndrom ist auch keine Krankheit. Eine Krankheit ist völlig anders definiert. Also das, ja, ist, das ist das, was wir mit Sprache so viel kaputt machen. Und das ist auch das, was es vielen werdenden Eltern so schwer macht, weil sie glauben, wenn mein Kind das Down-Syndrom hat, dann ist mein ganzes Leben im Arsch. So, das ist die Vorstellung, die haben. Aber dass es auch bereichernd sein kann und dass die Menschen auch die Welt besser machen, das geht halt unter. Und deshalb, ich verurteile wirklich, das meine ich ganz ernst, niemanden. Egal, welche Entscheidung er trifft. Ich glaube nur, dass leider werdende Mütter heute die Entscheidung nicht auf objektiven, also die haben es sehr einseitig und ich möchte ein bisschen versuchen, das Gegengewicht zu sein. Und ich glaube, Jan zum Beispiel, wenn er in eurer Sendung ist, ist ein sehr gutes Gegengewicht. Ja. Was würde unserer Welt ohne Menschen mit Down-Syndrom fehlen? Das fällt mir recht schwer zu beantworten, so eine Frage, aus dem einfachen Grund, weil ich dann immer direkt die Gegenfrage im Kopf habe, wer sind denn die Menschen mit Down-Syndrom? Also Menschen mit Down-Syndrom sind so wie du und ich verschieden. Also es gibt nicht den Menschen mit Down-Syndrom. Und ich glaube ja fest daran, dass jeder Mensch etwas Wichtiges zu geben hat. Und deshalb glaube ich, der Welt würde Vielfalt fehlen. Ganz, ganz einfach. Aber nicht, weil sie das Down-Syndrom haben, sondern weil sie Menschen sind wie du und ich, die was in die Welt hineintragen. Mhm. Und sei es nur gutes Gefühl, das Gefühl, geliebt zu werden. Das kann so unterschiedlich sein. Und das würde fehlen. Mhm. Und nicht nur, dass was fehlen würde, sondern dass wir gerade diesen Weg beschreiten, ist ja so schlimm. Weil in diesem Text sage ich ja auch, was bedeutet es eigentlich, dass wir jetzt anfangen, wieder, muss man ja in Deutschland sagen, zu sagen, hier, das Leben ist es wert, das Leben ist es nicht wert, geführt zu werden. Das sind ja Entscheidungen, die sind ja eigentlich irre. Ja. Macht dich sowas manchmal wütend? Mhm.
Oh, wütend wäre zu viel gesagt. Wie gesagt, aber das ist in mir ist es irgendwie in mir angelegt, dass ich das sehe und ich so diesen Drang habe, oh, man muss doch was, also das ist nicht gut. Das möchte ich ändern. Also Wut nicht, aber oft fassungslos, würde ich sagen. Ne? So, jetzt haben wir über Kinder geredet, die nicht so auf die Welt kommen, wie man das mal geplant hat. Wo man vielleicht denkt, die werden ja vielleicht ein ganz schweres Leben haben. Wie würdet ihr das denn beschreiben für euch selbst? Was macht eigentlich ein gutes Leben aus? Was ist der Kern von einem guten Leben? Machen wir mal eine kurze Abschlussrunde. Würde ich auch wieder auf ihn zurückkommen. Dasselbe, was eigentlich Glaube ist, Liebe. Lieben zu können und geliebt zu werden. Und der eröffnet sich auch Sinnsender, einen Sinn im Leben zu finden. Und der Sinn kann auch sein, einfach nur Liebe zu geben oder Liebe zu erfahren. Ich glaube, das macht ein gutes Leben aus. Und ich glaube nicht, dass Glück in Intelligenz oder in Fähigkeiten gemessen wird. Ich bin sprachlos. Nein. Also super guter Input. Ich muss an dich denken, wie du gesagt hast, was ist Heilsein, was ist Heilung, was ist gesund? Es ist, ja, wie du gesagt hast, Liebe, eine Liebesbeziehung, egal ob zu Gott in erster Hinsicht, aber auch zu den Kindern, zu meiner Tochter zum Beispiel. Wenn die gesund ist, wenn ich das für sie definieren lasse von Gott, was heil und was gesund ist, dann ist es ein gutes Leben. Das ist etwas Gutes, was ich ihr mitgeben kann. Und es ist unabhängig von Umständen, von den äußeren Faktoren, von deiner sozialen Umgebung, wie Menschen darauf reagieren. Aber wenn ich es ihr gewährleisten kann, dass ich sie damit versorge, mit dieser Liebe, mit dieser Fürsorge, in Abhängigkeit von Gott empfangen, dann ist es tatsächlich ein guter Baustein für ein gutes Leben. Ja, für mich ist ein gutes Leben jetzt. Wenn ich es schaffe, im Jetzt zu bleiben und nicht bis ins Ozonloch zu denken. Und jetzt ist gerade gut und an nachher denke ich noch nicht und an gestern auch nicht. Und jetzt ist gerade schön.